Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ich spreche jetzt zu unserem AfD-Antrag Schutz des ungeborenen Lebens sichern, Schwangerschaftskonfliktberatung auf den Prüfstand stellen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und in unserem Grundgesetz heißt es, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dies gilt auch für ungeborenes Leben. Von der Zeugung an steht es unter dem Schutz unserer Rechtsordnung. Also ist jeder Schwangerschaftsabbruch, manche sprechen auch von vorgeburtlicher Kindstötung, nur unter klar definierten Bedingungen und Voraussetzungen toleriert. Das gebietet nicht nur unser christlich-ethischer Humanismus, sondern auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil aus dem Jahr 1993. Es gibt also kein Recht auf Abtreibung, denn dies wäre ein Recht zu töten. Ein Rechtsstaat, der seine zivilisatorischen Grundlagen ernst nimmt, kann das nicht zulassen. Aber beim Bekanntwerden einer Schwangerschaft kommt es mitunter zu Konfliktsituationen, in denen es zunächst ausweglos erscheint, das neue Leben anzunehmen. Das kann eine medizinische Gefährdung für die Mutter und das betroffene Kind sein. Auch ist nach einer Vergewaltigung keiner Frau zuzumuten, die Frucht des Verbrechens auszutragen und zu versorgen. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, denn die Masse der Abtreibungen in Sachsen werden aufgrund der sogenannten sozialen Indikation vorgenommen. Dabei geht es oft um ein subjektives Gefühl der Überforderung, sich um ein Kind kümmern zu müssen, es zu behüten, zu versorgen und zu erziehen. Vielleicht hat sich der Vater gerade von der Schwangeren getrennt und familiäre Unterstützung ist durch räumliche oder emotionale Distanz unmöglich. In solchen Ausnahmesituationen ist es oft nicht leicht, einen klaren Gedanken zu fassen und rational und emotional vernünftige Entscheidungen zu fällen. Die werdende Mutter bleibt hier oft allein, zumal wenn staatliche Unterstützungsangebote wenig oder gar nicht bekannt sind. Das ist der tiefere Grund, weshalb die rechtswidrige Tötung ungeborenen Lebens gleichwohl unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen straffrei ist. Hier setzt unser Antrag an. Wir möchten erreichen, dass erstens die Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß Bundesverfassungsgericht regelmäßig in ihrer Wirksamkeit überprüft wird und zweitens, dass bei Feststellung unzureichender Wirksamkeit die bestehenden Gesetze zur Verbesserung des Schutzes des ungeborenen Lebens geändert werden. Unsere Achtung vor dem Wert menschlichen Lebens und unsere Auffassung eines Rechtsstaatsverständnisses gebietet das. Auch ist unserer Ansicht nach der Schutzauftrag nur unzureichend in der Ausgestaltung der Beratungslösungen berücksichtigt. Das belegen einige Zahlen aus Sachsen sehr deutlich. Nach einer durchgeführten Beratung trieben 5.400 von 8.000 Frauen dennoch das Kind ab. 70% der Schwangerschaftskonfliktberatungen waren also nicht erfolgreich. Und die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche liegt im Freistaat Sachsen 20% über dem Bundesdurchschnitt. Vermuten lassen sich vor allem finanzielle Gründe für die Abtreibung. Bei 83% wurden die Kosten aus Steuermitteln getragen, es lag also eine Bedürftigkeit vor. Daher möchte ich hier ganz deutlich herausstellen, Armut tötet. Tötet ungeborenes Leben, weil junge Frauen oft nicht genug Geld haben. Aus finanziellen Gründen sollte aber nun wirklich keine Frau zu einem Schwangerschaftsabbruch gezwungen sein. Die Wege aus der Lebenskrise muss die Schwangerschaftskonfliktberatung aufzeigen und darf nicht nach wirtschaftlichen Interessen handeln. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Bei Verfolgung der Debatte muss ich sagen, dass es mich doch gefreut hat zu hören, dass meine Kollegin von der CDU ihr christliches Werteverständnis nicht zugunsten einer linksliberalen Agenda über Bord geworfen haben und sich des 6. Gebotes bewusst sind, wo es heißt, du sollst nicht töten. Dennoch scheint die CDU als Ganzes hier vergessen zu haben, wofür das große C in ihrem Namen steht. Sie, meine Damen und Herren, machen sich täglich mitschuldig, wenn Sie der vom Bundesverfassungsgericht auferlegten
Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht für den Lebensschutz nicht nachkommen und den Kopf jeden Tag aufs Neue in den Sand stecken. Sie sind es, die durch Unterlassen billigen, dass jedes Jahr Steuermittel an die Krankenkassen zur Finanzierung von Abtreibungen überwiesen werden, letztes Jahr erst 1,8 Millionen Euro. Jahr für Jahr tragen Sie dazu bei, dass Zahlungen im Bereich von ungefähr 7 Millionen Euro an zum Teil vielleicht dubiose Organisationen zur Finanzierung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen getätigt werden. Nehmen wir die Organisation Pro Familia. Pro Familia nimmt in Bremen, Mainz, Saarbrücken und Rüsselsheim in trägereigenen Einrichtungen Abtreibungen vor und hat daher ein wirtschaftliches Interesse an einer vielleicht erfolglosen Beratung. Angesichts der Tatsache, dass Pro Familia 2015 in Sachsen 848 der 8000 und damit etwa 10% der Schwangerschaftskonfliktberatungen durchführte, muss man sich doch fragen, ob hier das Ziel des Schutzes des ungeborenen Lebens gewahrt ist oder doch vielleicht wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen könnten. Wir brauchen aber eine Willkommenskultur für das noch ungeborene Leben. Sie, liebe CDU, haben heute die Chance zu zeigen, dass Ihnen christlich-ethische Werte noch etwas bedeuten und sind daher herzlich eingeladen, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich stelle nun die Drucksache 6/12639 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Stimmenthaltung?